Jetzt dasselbe mit dem Kern oder analog mit dem Kern. Geben Sie eine Matrix an. Ich sage gar nichts zur Größe dieser Matrix, deren Kern eine vorgegebene Ebene ist. Ist ein bisschen raffinierter zu konstruieren. Normalerweise hat man die Matrix und bestimmt dann den Kern, aber um das mal zu verstehen, was der Kern sein soll, machen wir es jetzt rückwärts. Ich gebe den Kern mal vor und Sie bauen eine Matrix, die diesen Kern hat. Muss auch wieder eine Ursprungsebene sein, wie eben beim Bild. Der Nullvektor wird auf jeden Fall zum Nullvektor. Der Kern muss immer den Nullvektor enthalten. Diese Ebene vorgegeben als Kern. Und Sie bauen mal eine Matrix. Gibt es auch wieder unendlich viele. Vor allen Dingen auch vielleicht noch verschiedene Größen. Ich gebe die Größe mal nicht vor. Gucken wir mal. Der Kern. Alle Vektoren, die von der Matrix zum Nullvektor gemacht werden. Insbesondere muss 0, 1, 2 zum Nullvektor gemacht werden von der Matrix. 3, 2, 1 muss auch zum Nullvektor gemacht werden. Dann haben Sie automatisch alle anderen hier auch erledigt. Nehmen wir vielleicht mal erstmal einen. Ich schreibe mal davor Experimente. Bin noch nicht ganz am Ziel hier, aber eine Idee zu kriegen. Ich möchte eine Matrix, die mit 0, 1, 2 multipliziert, links die Matrix, rechts der Vektor, nicht andersrum, weil das eine Spalte ist hier, den Nullvektor ergibt. Die Matrix braucht also in jedem Fall drei Spalten. Bla mal 0 plus blub mal 1 plus irgendwas mal 2. Die Matrix braucht drei Spalten, da führt kein Weg dran vorbei. Wie viele Zeilen diese Matrix hat, ist noch unklar. Nehmen wir vielleicht mal scherzhafterweise zwei Zeilen nur. Dass Sie auch mal Matrizen sehen, die nicht quadratisch sind. So, nehmen wir zwei Zeilen. Dann kommt hier der Nullvektor mit zwei Zeilen raus. Irgendwas mal 0 plus irgendwas mal 1 plus irgendwas mal 2 muss diese 0 da oben ergeben. Irgendwas mal 0, irgendwas mal 1, irgendwas mal 2 muss die 0 da unten ergeben. Und was sagt Ihnen das jetzt eigentlich über die erste Zeile und über die zweite Zeile und diesen Vektor? Erste Zeile, bla mal 0 plus blub mal 1 plus mal 2 ist gleich 0. Und entsprechend die zweite Zeile. Was lernen wir jetzt gerade geometrisch? Hier steht also im Endeffekt das Skalarprodukt von diesem Zeilenvektor, wenn man ihn jetzt aufrecht stellen würde, von diesem Zeilenvektor mit dem Spaltenvektor. Der Eintrag da vorne mal 0 plus dieser Eintrag in der Mitte mal 1 plus dieser Eintrag da hinten mal die 2 soll 0 sein. Also wenn Sie diesen Zeilenvektor aufrecht stellen, dass es eine Spalte wird, dann steht er senkrecht zu 0, 1, 2. Das Skalarprodukt von den beiden ist 0. Dasselbe passiert mit der unteren Zeile hier. Der mal 0 plus den in der Mitte mal 1 plus der am Ende mal 2 soll 0 werden. Diese untere Zeile muss auch senkrecht, dann als Spaltenvektor gelesen, muss senkrecht auf 0, 1, 2 stehen. Aha. Das kennen Sie ja vielleicht schon, Trick. Wie kriege ich einen senkrechten Vektor zu 0, 1, 2 oder sogar mehrere? So, dieser Trick mit Austauschen und Vorzeichen ändern. Wenn Sie Vektoren im R2 haben, Vektor 3, 4, wie kriegen Sie einen Vektor, der senkrecht dazu ist? Sie nehmen 4 minus 3, denn dann ist das Skalarprodukt gleich 0. Austauschen, ein Vorzeichen ändern. Dann haben Sie nämlich 3 mal 4 sind 12, minus 4 mal 3, minus 12, macht zusammen 0. So kriegen Sie Vektoren im Zweidimensionalen erstmal, die senkrecht aufeinander stehen. Sie haben 3, 4. Und hier kriegen wir 4 minus 3, das heißt in x-Richtung nach vorne, in y-Richtung nach unten, so, oh, passt nicht mehr. In der Richtung hätte ich dann 4 minus 3. Senkrecht weg. Das Skalarprodukt von den beiden ist 0. Im Dreidimensionalen muss man ein bisschen tricksen, aber Sie können denselben Trick anwenden, weil hier eine 0 steht, das ist ganz besonders einfach. Sie können hier irgendwas hinschreiben, weil da eine 0 steht und dann tauschen Sie aus, ändern ein Vorzeichen, 2 minus 1. So was hier zum Beispiel, 23, 2 minus 1. Der wäre senkrecht auf 0, 1, 2. Offensichtlich 0 mal 23 plus 1 mal 2 plus 2 mal minus 1 gibt im Skalarprodukt 0. Den könnte ich hier hinschreiben, 23, 2 minus 1. Und hier unten könnte ich hinschreiben 7, 2 minus 1. Etwas deutlicher getrennt, 2 minus 1. Jetzt hätte ich eine Matrix, die den Vektor 0, 1, 2 zum Nullvektor macht. Können wir das dumm nachrechnen hier. 23 mal 0 plus 2 mal 1 minus 1 mal 2 gibt 0. Und ein Analog. Das ist ja schon mal schön. Jetzt wissen Sie, wie Sie hier einen Vektor behandeln könnten. Jetzt muss ich aber zwei Vektoren zu Nullvektoren machen. Das ist ungeschickt. Wenn Sie jetzt die
Matrix nehmen, die ich da geschrieben habe. 23, 2, minus 1, 7, 2, minus 1, mal diesen Vektor, 3, 2, 1. Dann wird da nicht der Nullvektor rauskommen. Das ist ärgerlich. 23 mal 3 plus 2 mal 2 minus 1 mal 1. Nee, nee, das ist auf keinen Fall der Nullvektor. Kann Lust es ausrechnen, was es ist, aber es ist auf keinen Fall der Nullvektor. Da sind wir noch nicht am Ziel. Das wird so noch nicht funktionieren. Also wie könnte ich jetzt vielleicht etwas systematischer dran gehen oder aufwendiger dran gehen, um eine Matrix zu finden, bei der die Matrix mal den Vektor 0, 1, 2 der Nullvektor wird, so eine hatten wir schon, aber auch dieselbe Matrix mal 3, 2, 1 der Nullvektor wird. Wenn ich das hinkriege, kann ich dann auch beliebig mischen hier und es wird immer wieder der Nullvektor werden. Wie kriegen wir das hin? Eine Matrix, die gleichzeitig mal 0, 1, 2 der Nullvektor wird und mal 3, 2, 1 der Nullvektor wird. Der Nullvektor jetzt hier im Zweidimensionalen wohlgemerkt. Ich hätte also gerne das Vektorprodukt. Ich suche einen Vektor hier oben in der ersten Zeile. Dieser ist es noch nicht. Dieser Vektor soll, wenn ich ihn senkrecht hinstelle als Spalte, soll er senkrecht zu dem sein und er soll senkrecht zu dem sein, damit da die Null rauskommt und hier dann auch wirklich die Null rauskommt aus diesem Skalarprodukt, wenn man so will. Und das Vektorprodukt liefert uns so einen Vektor. Sie bilden das Vektorprodukt von 0, 1, 2, 3, 2, 1. Also der hier. 0, 1, 2, Kreuz, Vektorprodukt oder Kreuzprodukt, wie man es auch immer nennen will, 3, 2, 1. Ich schreibe mal davor besser. Ich muss jetzt einen Roman schreiben. Gleich kommt das vollständige Ergebnis, wo man dann sieht, warum es funktioniert. Ich rechne das aus. Nein, Sie rechnen das mal aus, dieses Vektorprodukt. Okay, das Rezept funktioniert dann irgendwie. Nächste Woche kommt nochmal mit der Determinante, wo dieses Rezept eigentlich herkommt. Ich weiß einfach im Hinterkopf, das hat was mit Determinanten zu tun und kann mir das Rezept dann so merken. Also ich glaube, das übliche Rezept ist, dass man die beiden oberen Zeilen nochmal drunter schreibt und dann jeweils über Kreuz rechnet. Ich gehe lieber über die Determinanten, da muss ich mir nicht so viel merken. Und weiß, dass man Determinanten typischerweise so ausrechnet, indem man eine Zeile streicht, eine Spalte streicht und dann eine Unterdeterminante ausrechnet mit Schachbrettregel. Kriegen wir nächste Woche nochmal ausführlich. Ich streiche die x-Komponente, oben steht das Ergebnis dann in der x-Komponente und das Ergebnis ist hier die Unterdeterminante. 1 mal 1 minus 2 mal 2. 1 mal 1 minus 2 mal 2, also minus 3 steht hier oben. Die z-Komponente vom Ergebnis funktioniert analog. Ich streiche z auf der linken Seite und bildet die Determinante. 0 mal 2 minus 1 mal 3, also 0 minus 3, minus 3 steht da unten. In der Mitte muss man vorsichtig sein, Schachbrettregel, nächste Woche. In der Mitte gibt es ein Minuszeichen. Sie streichen hier zwar auch wieder in der Mitte, aber jetzt rechnen Sie mit Minuszeichen. Im Endeffekt fangen Sie von unten links an. 2 mal 3 minus 0 mal 1 macht 6. So könnte das aussehen. Ich kann einmal proberechnen, ist der senkrecht wirklich auf 0, 1, 2. Dieser mal 0, 1, 2 haut hin. Dieser hier mal 3, 2, 1 minus 18 plus 12 minus 3 haut auch hin. Der ist tatsächlich senkrecht auf den beiden Faktoren. Das heißt nicht, dass der stimmt. Er könnte noch die falsche Länge haben, aber ist schon sehr plausibel, dass das das Ergebnis ist. Jetzt habe ich einen Vektor, der senkrecht auf 0, 1, 2 ist und senkrecht auf 3, 2, 1 ist. Und jetzt könnte ich eine Matrix angeben. Welche Matrix würde es also tun? Eine Matrix, die diese Ebene hier als Kern hat. Welche Matrix könnte ich also nehmen? Nicht diese Matrix, das wissen wir jetzt. Welche Matrix könnten Sie nehmen? So, wir nehmen hier unser Vektor minus 3, 6, minus 3 in die erste Zeile. Wenn Sie das hier analog rechnen, was ich hier oben nicht geschafft habe, kriegen Sie dann auch hier 0, 0 raus. Okay, wir brauchen noch einen Vektor für die zweite Zeile. Ganz brutal wäre natürlich, wenn Sie 0, 0, 0 nehmen, dann kriegen Sie immer 0 raus. Aber vielleicht nehmen wir einfach was Hübscheres hier. 1, minus 2, 1, ein Vielfaches der ersten Zeile. Wenn dann die erste Zeile mal meinen Vektor rechts daneben 0 ergibt, gibt die zweite Zeile ein Vielfaches von 0 auch wieder 0. Und damit ist jetzt 0, 1, 2 und 3, 2, 1 im Kern. Diese Matrix macht insbesondere 0, 1, 2 zu 0. Wenn Sie so multiplizieren, diese Matrix mal den,
dann kriegen Sie minus 3 mal 0 plus 6 mal 1 minus 3 mal 2 macht oben eine 0. Und unten kriegen Sie 1 mal 0 minus 2 mal 1 plus 1 mal 2 gibt da die 0. Klappt. Und wenn Sie das mit dem Vektor 3, 2, 1 machen, minus 3 mal 3 sind minus 9, 6 mal 2 kommt 12 dazu, sind wir plus 3, minus 3 mal 1, die 3 wieder weg, kommt 0 raus. Unten analog. Kaut mit den beiden hin. Und jetzt allgemein, ich will ja eigentlich wissen, wenn ich ein Vielfaches von 0, 1, 2 nehme und ein Vielfaches, beliebige Vielfache von 3, 2, 1, auch das ist der Nullvektor. Warum ist das der Nullvektor, wenn ich das so rechne? Ich sollte hinschreiben, die Matrix ist natürlich die hier vorne, so das ist meine Matrix, hier rechne ich jetzt was aus, das da vorne ist meine Matrix. Warum ist diese Matrix mal diesen Vektor jetzt in der Summe der Nullvektor? Wie kann ich das auf die Schnelle sehen? Die Linearität in Aktion. Eine Matrix mal irgendwas plus irgendwas. Sie dürfen ausmultiplizieren. Das wird die Matrix werden, wie sie da steht. Minus 3, ich habe keine Lust, das alles hinzuschreiben. Mal den 1, Lambda mal 0, 1, 2 plus die Matrix, wie sie da steht. Minus 3, 6, bla. Mal den anderen, μ 3, 2, 1. Das ist Linearität in Aktion. Die Matrix angewendet auf die Summe ist die Matrix angewendet auf den einen plus die Matrix angewendet auf den anderen. Ausmultiplizieren. Denken Sie an Zahlen. 3 mal a plus b ist 3a plus 3b. Das mache ich jetzt mit Matrizen. Es ist erlaubt mit Matrizen. Es sind lineare Abbildungen, die ich so beschreibe. Ich darf ausmultiplizieren. Hier steht die Summe von Vektoren. Matrix angewendet auf die Summe von Vektoren. Matrix auf den einen. Plus Matrix auf den anderen angewendet. Und jetzt kommt noch der zweite Teil der Linearität. Diese Faktoren hier kann ich rausziehen. Matrix angewendet auf ein Vielfaches von einem Vektor ist das Vielfache von der Matrix angewendet auf den Vektor. Und hier genauso ist das Vielfache von der Matrix minus 3, 6, bla 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 bla, bla angewendet auf 3, 2, 1. Jetzt weiß ich aber, was die Matrix angewendet auf den Vektor ist, nämlich der Nullvektor. So war die gebaut. Und hier genauso. Und raus kommt ein Vielfaches vom Nullvektor plus ein Vielfaches vom Nullvektor ist der Nullvektor. Kommt also tatsächlich der Nullvektor raus. Wenn Sie diese beiden Vektoren mischen, egal wie Sie die mischen und die Matrix darauf anwenden, kriegen Sie den Nullvektor. Ich weiß jetzt also, meine Matrix ist so, dass der Kern dieser Matrix alle Vektoren von dieser Art enthält. Jetzt ist man in der Mathematik aber total pingelig. Ich weiß, dass der Kern alle Vektoren von dieser Art enthält. Die Aufgabe war aber, dass der Kern gleich allen Vektoren von dieser Art ist. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Was müsste man sich überlegen, wenn man streng Mathematik betreibt? Oh, es könnte sein, dass noch andere Vektoren zum Nullvektor gemacht werden, nicht nur diese hier. Dass der Kern dieser Matrix größer ist, als ich es haben will. Alle Vektoren, die ich im Kern haben will, sind drin, das weiß ich jetzt. Aber vielleicht geht es noch mit anderen, dass der Kern dieser Matrix größer ist, als ich es haben will. Das könnte ja passieren. Das möchte ich ausschließen. Ich schreibe das mal so aus, als Frage. Ist der Kern dieser Matrix auch wirklich nicht größer als gewünscht? Das müsste man sich streng noch überlegen. Und da gäbe es jetzt einen einfachen Trick über die Kennzahlen für Matrizen. Mit welcher Kennzahl könnten Sie überprüfen, ob der Kern nicht zu groß geworden ist? So, wir gucken uns den Defekt an. Was ist die Dimension des Kerns? Wenn ich vorgebe, dass der Kern diese Ebene ist, dann muss der Defekt 2 sein. Er darf nicht 3 sein, darf nicht 1 sein. Der Defekt muss 2 sein. Wenn der Defekt größer ist als 2, habe ich mehr als eine Ebene, dann habe ich zu viel gekriegt. Das prüfe ich. Wenn ich rauskriege, dass der Defekt gleich 2 ist, dann weiß ich, ich habe so viel, wie ich auch wollte. Die beiden hier bilden eine Ebene, spannen eine Ebene auf. Dann habe ich genau die und keinen Quer dazu. Prüfe, ob Defekt gleich 2. Das ist, was man tut. Wie kriege ich jetzt den Defekt raus von dieser Matrix? So, wir gehen über den Spaltenraum, das Bild und den Rang. Jeder Vektor, der aus dieser Matrix rauskommt, hat die Eigenschaft, dass die x-Komponente das minus Dreifache der y-Komponente ist. Weil das gilt hier in allen Spalten. Alles, was hier rauskommt, hat diese Eigenschaft.
Sie kriegen nicht beliebige xy raus, sondern sie kriegen nur solche raus, bei denen das x das Minusdreifache von y ist. Das ist eine Gerade. Der Spaltenraum ist eine Gerade. Das heißt, der Rang ist 1. Diese Gerade lebt zwar im R2, aber es ist eine Gerade, eindimensional. Der Rang ist gleich 1. Und wenn der Rang gleich 1 ist, kann ich den Defekt ausrechnen. Wie rechnen Sie den Defekt aus? Also, mit wie vielen Dimensionen gehe ich rein? Das sind 3 Dimensionen. Ich habe 3 Spalten, Vektoren im 3D. Ich gehe mit 3 Dimensionen rein und ziehe davon ab, wie viel überleben im Ergebnis? Eine vom Rang. Der Defekt ist also gleich 2. Okay. Es kommt nicht zu viel raus. Der Kern kann nur aus diesen Vektoren hier bestehen und es können keine weiteren drinnen sein. Sie sehen, das ist eine total indirekte Begründung, aber das zeigt vielleicht schon mal, wie man raffiniert jetzt mit diesen Kennzahlen operieren kann. Sie müssen jetzt nicht mit millionenlangen Vektoren agieren, Sie können mit diesen Kennzahlen operieren und damit schon tiefsinnige Aussagen begründen.